Die Golden State Warriors haben ihren Titel in der nordamerikanischen Profiliga NBA erfolgreich verteidigt und sich in der besten Liga der Welt erneut die Krone aufgesetzt. Durch das klare 108:85, 61:52 im vierten Finalspiel bei den Cleveland Cavaliers gewann das Team der Basketball-Superstars Stephen Curry und Kevin Durant die Best-of-Seven-Serie souverän mit 4:0 und holte sich die dritte Meisterschaft in den vergangenen 4 Jahren. Für LeBron James und seine Cleveland Cavaliers war es die zweite Finalpleite in Serie. Curry war mit 37 Punkten bester Schütze bei den dominierenden Warriors. James 23 Punkte traf für die Cavs am besten. Die Trophäe für den besten Spieler der Finalserie ging wie im letzten Jahr an Kevin Durant, der sein Team mit einer Fabelvorstellung in Spiel 3 endgültig auf die Siegerstraße brachte. Vorentscheidung im dritten Viertel bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit konnten die Cavs noch mit dem alten und neuen Champion mithalten. Bis zum 47:49 aus Sicht der Gastgeber sah alles noch nach einer spannenden Partie aus, doch in der Folge schaltete das Team aus San Francisco einen Gang höher und ließ der Mannschaft um LeBron James keine Chance mehr. Die Warriors bauten ihren Vorsprung von Minute zu Minute weiter aus, überrannten die defensiv völlig überforderten und hilflosen Hausherren im dritten Viertel mit 25:13 und brachten den Vorsprung in den letzten 12 Minuten der Saison spielerisch leicht über die Runden. Größer als größer als größer als alle Sieger der NBA Finals in der Übersicht, diese Saison war sehr verrückt. Wir haben einfach viele Jungs, die alles dafür tun, um zu gewinnen, erklärte Warriors-Coach Steve Kerr nach der Schlusssirene, der sagte, dass diese Meisterschaft die schwerste von den bisherigen war. Um 4-mal in Folge ins Finale zu kommen, muss viel zusammenpassen. Es gab eine Phase, in der ich gedacht habe, ich würde das Team nicht mehr erreichen und motivieren können. Aber es ist ein langer Weg. Als die Playoffs angefangen haben, haben wir unseren Groove wiedergefunden. Diese Saison war sehr verrückt. Die ganzen Verletzungen, unsere Probleme. Wir wussten, dass es nicht so leicht wie letztes Jahr werden würde. Es ist ein großartiges Gefühl, wieder zurück zu sein, sagte ein überglücklicher Curry nach der Finalserie. LeBron spielt mit gebrochener Hand, indes ließ James seine Zukunft bei den Cavaliers offen. Ich habe derzeit noch keine Ahnung. Ich werde das tun, was ich immer getan habe, ich werde mich mit meiner Familie zusammensetzen und beraten. Sie ist ein wichtiger Teil, wenn es um meine Karriere geht und das wird sie auch weiterhin sein, erklärte James. Der 33-Jährige hat eine Option auf eine Verlängerung des Vertrags mit den Cavaliers um ein weiteres Jahr. Ein Verbleib beim Vizemeister gilt allerdings als nicht wahrscheinlich. James spielte von 2003 bis 2010 sowie seit 2014 in Cleveland. 2016 führte er das Team zur ersten NBA-Meisterschaft. Zudem bestätigte der Superstar die vergangenen 3 Begegnungen gegen den alten und neuen NBA-Champion mit einer gebrochenen Hand gespielt zu haben. Die Verletzung zog sich James nach der unglücklichen Niederlage in Spiel 1 in Oakland zu, als er aus Frust gegen eine Tafel schlug.